Hallo, zurück bei Scrap Mechanic. Wir haben Schaltungen gebaut und ich möchte weiterhin ein paar Schaltungen bauen. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen helfen, weil alles, was ich selber draußen gesehen habe, war meistens auf Englisch oder es gab einfach nichts dazu. Und das Spiel ist einfach viel zu geil, um das zur Seite zu legen und zu sagen, hey, der Programmierer, der hat das nicht wirklich reingebaut und deswegen möchte ich nicht weiterspielen, weil das ist ähnlich wie bei Minecraft schon seit vielen Jahren so ist, dass man die Sachen sich sehr, sehr gut selber bauen kann, die nicht rein programmiert sind. Das haben wir dann nachher mit dem OrGate, da gibt es eine einfache Version von. Und das hatten wir genauso mit den Türsensoren. Es gibt noch ein paar andere Schaltungen, die werde ich in anderen Videos erklären. Aber jetzt möchte ich erstmal die beiden zeigen. Wir haben ja die eine schon angeschaut gehabt und ich habe die jetzt nur mal kurz ein bisschen erweitert. Und zwar ist es so, dass der Sensor ja immer nur eine Reichweite von 10 Blöcken hat und diese immer nur in einem Strahl im Endeffekt nach vorne hat. Jetzt ist es so, wenn man den Sensor zu weit weg von der Tür macht, dann ist es schon wieder zu, bis man dran ist. Dann haut man sich die Nase an. Und wenn man es zu nah dran macht, dann haut man sich genauso die Nase an. Also müsste man einfach die Schaltung erweitern, was ja ohne Probleme möglich ist. Aufgrund von diesem Sensor können wir sie natürlich auf 10 Schalter erweitern. Dann könnte man diese ganze Schaltung einfach multiplizieren bis zu einer unendlichen Zahl. Und so kann man einfach mehrere Sensoren davor stellen. So, jetzt, wenn ich auf dem oben drauf stehe. Und wenn ich während ich im Bereich dieser Sensoren bin, ist die Türe eigentlich immer offen. So habe ich Zeit, dann in Ruhe hinzulaufen. Und auf der anderen Seite ist es einfach dasselbe. Ich habe jetzt hier die weißen Steine hingestellt, weil ich hier vorhin öfters mal durchgelaufen bin und dann ist die Tür aufgegangen. Das ist ein bisschen doof beim Video zeigen. So ist es ganz gut. Die Schaltung ist ja easy, müsste eigentlich relativ gut verstanden werden. Also ich mache das nicht wirklich oft, habe das früher mal gemacht, ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, deswegen seht es mir nach, wenn irgendwelche Sachen nicht so toll sind. Ihr könnt mir auch gerne in die Comments schreiben, wenn ich irgendwas verbessern kann oder einfach nur, wie ihr es fandet. Und somit werde ich einfach jetzt zum OrGate kommen. Wir haben das Problem hier bei Scrap Mechanic eigentlich gleich wie bei Minecraft. Bei Minecraft kann man auch mit einem Schalter eigentlich nur eine Schaltung wirklich bedienen. Hier ist es genauso. Ich denke nicht, dass sie das ändern werden, weil wir haben ja jetzt schon das Problem, wenn der Controller zu viele Bearings ansteuert, dass dann der Server oder der Rechner ganz schön in die Knie geht. Ich glaube, das wird dann noch schlimmer werden, wenn man mehrere Schalter an einen Controller anschalten würde und ich glaube nicht, dass sie es implementieren. Und solange es nicht mit drin ist, haben wir die Möglichkeit, diese ganze Schaltung, so klein und kompakt, wie sie hier ist, einfach so zu lassen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass es einen kleinen Bug gibt. Und zwar die Sensoren erkennen zwar jetzt zum Beispiel, weil der Stein dazwischen ist, keine Bewegung, aber auch nur, wenn ein voller Stein dazwischen ist. Wenn ich jetzt durch meine Schaltung einen 45-Grad-Winkelstein davor stelle, sieht man, dann wird aus dem eigentlichen Taster, dem Sensor, wird ein Schalter. Weil ganz einfach in diesem Vorbau kein volles Quadrat steht, sondern nur ein halbes bzw. ein Dreiviertel Quadrat und somit ist er die ganze Zeit aktiviert. Wir haben jetzt zwei Controller, die jeweils mit einem Schalter verbunden sind und dafür sorgen, dass diese kleine Apparatur, die jetzt in einer Reihe ist, jeweils im 45-Grad-Winkel gedreht wird. Ich mache mal kurz so, dann kann man es besser erkennen. Wenn ich jetzt den unteren Schalter, meinetwegen, wir nehmen den als unteren Schalter, bediene, dreht sich nur immer der eine Winkel, wie man sieht. Moment, vielleicht sieht man es so besser. Dreht sich nur der eine Bearing, der vordere, und aktiviert somit den Aufzug. Wenn ich jetzt den anderen Schalter benutze, dreht sich der zweite Teil und somit dreht sich es zwar nach unten weg, aber es dreht sich auch wieder aus dem Sensorenbereich. Das heißt, ich kann diese ganze Schaltung Aufzug mit beiden Schaltern benutzen, egal in welcher Reihenfolge ich mach's, egal in welcher Reihenfolge ich es mache. Boah, wo ist mein Deutsch? Ist das gar kein Problem. Ich kann es nochmal kurz extra bauen, dann kann man das vielleicht besser verstehen. Ich habe dann die zwei Klötze. Ah, machen wir mit Weiß. Weiß sieht besser aus, kann man besser erkennen. So, der Sensor ist ja klar hier. Aktiviert, wenn einer durchflippt. Ich schaue mal, ob ich das auch ein bisschen kompakter bzw. kleiner bauen kann.
einen Controller und wir bauen unten einen Schalter. Komm, damit es schöner aussieht. So. Wir verbinden den unteren Schalter mit dem Controller und bauen jetzt hier die Vorrichtung. Zack, vielleicht, dann können wir sie jetzt ein bisschen weiter hinten bauen. Ich denke, dann ist das Ganze ein bisschen kompakter. So, jetzt haben wir den einen Teil der Schaltung fertig, weil wir den ersten Bolzen in Bewegung sehen wollen. Null ist klar, Ausgangsstellung. Das erste ist immer die Ausgangsstellung. Sollte bei Null bleiben. Beim Aufzug sind da ein bisschen andere Sachen angesagt, aber das machen wir in einem anderen Video. 45 Grad. Und jetzt haben wir das Grundprinzip, der untere Schalter. Ups, warum komme ich nicht hoch? Ich bin zu dick. Jetzt. Ja, das ist schon ein Problem, wenn man nicht zum Aufzug selber hinkommt. Dreht nur den ersten Stein. Das ist vollkommen klar. Jetzt kommt der nächste Bearing drauf. Zack. Und unsere Vorrichtung, die sich in den Sensor reinschieben soll. Jetzt haben wir noch eine Sache, die wichtig ist zu beachten, dass man das öfters hat, dass man, wenn man den Bearing dran montiert, dass man dann den nächsten Stein, den man dran setzt, einfach an die Wand dran setzt und dann ist diese ganze Sache unbeweglich. Da sollte man darauf achten, aber das ist klar, das sind Grundlagen, die kriegt man hin. Jetzt sehen wir hier, der aktiviert sich die ganze Zeit, wenn ich durchlaufe. Das wollen wir natürlich nicht, sonst würde der Aufzug die ganze Zeit hin und her zittern. Das heißt, wir schirmen das ab. Gar kein Problem. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn es so nah ist. Das habe ich noch gar nicht selber probiert. Dazu brauchen wir natürlich jetzt einen zweiten Controller, den könnt ihr natürlich wieder hinsetzen, wo ihr wollt. Weil man zum Glück nicht wie beim Minecraft mit Redstone irgendwelche Linien ziehen muss, sondern man kann das ja schön mit dem Werkzeug verbinden. So, jetzt wollen wir, Moment kurz, ich möchte nochmal, dass es runterkommt, damit ich oben rankomme. Ah, jetzt haben wir das Problem, da muss ich den anderen Schalter nehmen. Nehme ich den anderen Schalter, mache ich diese Schaltung weg. Zack, nehmen wir den Schalter, da kommen wir dran. Naja, bleib mal unten. Gut, damit ich hochkomme, sonst komme ich nicht hoch. Jetzt bin ich oben dran. Mach hier oben einen erneuten Schalter hin. Verbinde den mit dem zweiten Controller. Ups. Und muss dem Controller noch sagen, dass er den 45-Grad-Winkel machen soll. So. Jetzt haben wir den unteren Schalter, den oberen Schalter. Jetzt müssen wir noch den Sensor verbinden. Dazu machen wir erstmal den hier weg. Zack. Den hier an den Sensor. Mal schauen, wenn so viele Punkte auf einem Haufen sind. So. Jetzt ist er unten. Oben. Wieder unten. Oben. Wieder unten. War ganz easy, oder? Das war's fürs Erste. Ich werde das nächste Mal, ich habe schon da hinten, sieht man schon. Also ich habe jetzt vor, dass ich in nächster Zeit noch mehrere solche Technikvideos hochlade und vielleicht abwechselnd mit kleinen Technikbauten, die ich gemacht habe. Unter anderem gibt es noch wirklich interessante Sachen, zum Beispiel, was man braucht für den stabilen Flug, wie man zum Beispiel ein Gyroskop baut. Das werde ich euch erklären. Das ist ziemlich interessant und andere Sachen. Und dann hoffe ich, dass ihr das euch auch anschauen möchtet und dass es euch auch weiterhilft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen von Scrap Mechanic. Ciao!